Herzlich willkommen beim DIY-Kanal von Belton. Ich bin Lisa von Dekotopia und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine coole Kuchendekoration bastelt, die eure Kinder sicher vom Hocker haut. Und zwar haben wir die kleinen Spielzeugdinos einfach als Kerzenhalter umgewandelt. Was ihr dafür braucht, ist ein Spielzeugdinosaurier, ein Handbohrer mit geringer Drehzahl, Modellbaukleber, handelsübliche Kuchenkerzen und später zum Fixieren noch etwas Kinderknete. Außerdem habe ich die Belton Free-Lacke benutzt, und zwar einmal die Grundierung, einmal blau, gelb und die dazu passenden Belton Free-Lackstifte. So, wir legen auch direkt los, und zwar bohren wir als erstes mal in den Dino-Rücken ein Loch. Ich nehme dafür den Dino einfach in die Hand. Falls es euch zu unsicher ist, könnt ihr das natürlich auch fixieren. Aber bei geringer Drehzahl geht das so sehr gut. So, in das fertige Loch. Ich teste jetzt mal, ob das tief genug ist für meine Kerze. Ja. Da gebe ich jetzt ein bisschen Modellbaukleber rein. Theoretisch könnt ihr dafür auch Alleskleber benutzen. Den Modellbaukleber benutze ich deswegen, weil der hier so eine schöne Spitze hat, die gut reingeht. So, und dann stecke ich die Halterung für die Kerze hinein. Der Kleber muss 12 Stunden trocknen, aber das macht für den Sprühvorgang nichts aus. Wir machen trotzdem direkt weiter mit der Grundierung. So, zunächst entferne ich einmal die Sprühsicherung. Und dann schüttle ich die Dose noch eine Minute lang. So, ich sprühe zuerst mal kurz Probe auf einem Karton oder einem Papier. Und dann kümmere ich mich um den Dino. Grundierung ist vor allem dann wichtig, wenn ihr mit hellen Farben, wie beispielsweise mit Gelb, überlackieren wollt. Ich möchte meinen Dino gleich in Blau ansprühen, da wäre das jetzt nicht zwingend notwendig, aber um ein schöneres Sprühbild zu bekommen, mache ich das trotzdem. Den Dino lassen wir jetzt 15 bis 20 Minuten lang trocknen und dann können wir auch schon mit der Lackschicht anfangen. Ich verwende übrigens deswegen die Farben von Belton Free, weil die wasserbasierend und nach den Zertifizierungen auch für Kinderspielzeug geeignet sind. Das heißt, es gibt keine Probleme, wenn ich die Dinos später auf die Kindergeburtstagstafel stelle. Ich arbeite hier in mehreren dünnen Schichten und fange immer außerhalb des Sprühobjekts an, damit sich keine Läufer bilden. Mit Sprühfarbe kommt man natürlich prinzipiell viel einfacher in kleine Ecken als mit einem Pinsel, aber für kleine Ausbesserungen könnt ihr auch den Belton Free Lackstift verwenden. Den gibt es nämlich in genau dem gleichen Farbton wie auch die Belton Free Dosen. Den Dino lassen wir jetzt 3 Stunden lang trocknen und dann können wir den mitnehmen zum Kindergeburtstag. So, mein Dino ist inzwischen vollständig getrocknet, fehlt nur noch die Kerze. Ich nehme zum Fixieren ein bisschen Kinderknete und steckt das einfach oben in den Kerzenhalter, denn so kann ich die Kerze ganz einfach justieren. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch weitere Ideen mit Tierfiguren auszuprobieren, schaut euch gerne meinen Blogpost an, den ich euch in der Videobeschreibung unten verlinke. Wir freuen uns, von euren Erfahrungen mit Sprühfarbe zu hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal!